Wer hier ansteht, ist arm. 200 Menschen kommen täglich zur Duisburger Tafel. Lebensmittel für kleines Geld. Kein leichter Gang für die meisten. Nee, ich habe einfach gearbeitet im Bergbau. Nee, ja, wenn man so viele Jahre gearbeitet hat und dann noch so wenig Rente hat, dass man trotzdem hin muss, dann finde ich es traurig. Als armutsgefährdet gilt zum Beispiel eine vierköpfige Familie, die weniger als 1.735 Euro im Monat hat. Mehr als jeder fünfte Duisburger fällt unter diese Armutsgrenze. Eine Zahl, die in nur 5 Jahren um 26% gestiegen ist. Sorgenkind Ruhrgebiet. Die gesamte Region gilt als strukturschwach, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Nur der Niedriglohnsektor wird hier stark ausgebaut. Die Folge, trotz Arbeit brauchen die Menschen zusätzlich Sozialhilfe. Im Ruhrgebiet leben besonders viele Migranten und Alleinerziehende. Die Gruppen, die besonders von Armut betroffen sind. Allen voran deren Kinder. Erschreckend finde ich, wenn bei einer Weihnachtspäckchen-Ausgabe so ein 6-jähriger Steppke voransteht und sagt, Mensch, das ist das einzige Päckchen, was ich dieses Jahr kriege zu Weihnachten. Und wenn man weiß, da ist irgendwie ein Pfund Kaffee drin, irgendwie einen Schokoladen-Nikolaus und ein Paket Nudeln. Dass es bald wieder aufwärts geht, glaubt keiner bei der Duisburger Tafel. Die Politiker haben die Alarmsignale offensichtlich noch nicht erkannt. Sie streichen hier nächstes Jahr erstmal 3 Stellen.